Hallo Kinder, schaut mal, was ich heute vorbereitet habe. Wir haben ja von zu Hause noch ganz viele Eierkartons vom Ostern vielleicht noch übrig. Da könnt ihr daraus schöne Sachen machen. Zum Beispiel so ein Krokodil. Schaut mal, der kann auch mal aufmachen. Ja. Oder so ein schönes Segelboot. Das zeige ich euch, wie ihr das macht heute. Dann fangen wir mit dem Körper von dem Krokodil an. Dafür nehmt ihr so einen langen Eierkarton und färbt das schön grün an, nur von außen. Ich werde das jetzt nicht machen, das dauert so lange und das muss auch noch trocknen. Dann könnt ihr das auch zum Trocknen so hinstellen. Für den Kopf, da müsst ihr ein bisschen was schneiden. Also wenn ihr jetzt keinen kleinen Eierkarton habt, dann bitte einen großen durchschneiden. Das habe ich bei meinem auch so gemacht. Also von außen wieder grün wie den Körper und von innen dann rot. Ja, nehmt ihr dann am besten Acrylfarbe oder auch Wasserfarbe könnt ihr auch machen. Oder Fingerfarben, was ihr so zu Hause habt. So, dann färbt ihr das und jetzt können wir das auch zusammen befestigen. Der Maul vom Krokodil muss ja sich hier öffnen können, ne, an der Stelle. Dann müssen wir hier einmal auch durchtrennen. Aber trotzdem muss es dann zusammen bleiben, ne, damit wir das später so öffnen. Und dann zeige ich euch, wie das geklebt wird. Also für den Kopf. Die beiden Stellen müsst ihr zusammenkleben und diese Stelle, wenn ihr das wieder öffnet, könnt ihr hier die beiden Stellen dann zusammenkleben. Dann kann man auch so vielleicht machen. Hauptsache, es hält dann zusammen. Und so hält das schon, ne? Und wackelt. Jetzt die beiden Seiten mache ich genauso mit dem Klebeband. Jetzt müssen wir noch den oberen Teil hier an den unteren kleben. Jetzt kann man das Maul auch aufmachen. Wenn ihr das jetzt wieder zusammenklappt, so sieht unser Krokodil schon mal aus. Jetzt bräucht ihr noch Beine und den Schwanz und auch Rückenpanzer könnt ihr auch noch machen. Wie bei meinem Krokodil habt ihr ja gesehen, da müsst ihr das da ausschneiden. Einfach so vier Stück hintereinander. Die Augen. Die Augen könnt ihr auch aus einem Eierkarton ausschneiden. Zum Beispiel diese Stellen. Das eignet sich ganz gut für die Augen.
das wird dann so ausschauen, angefärbt. Und dann einfach anfärben. Jetzt die Beine. Können wir nur einmal ausschneiden. Unser Krokodil bekommt jetzt seinen Schwanz und die Beine dazu. Das kann man hier einfach so eindrücken. Ihr könnt das auch noch kleben, aber normal hält das ja, weil wir das wieder schließen. So, fertig ist es. Krokodil hat jetzt ein Spielgefährte gefunden. So, die Beine sind jetzt fertig. Was fehlt denn noch? Ich habe tatsächlich die Zähne vergessen. Jetzt können wir die Zähne noch kleben. Davon, wie gesagt, 6 Stück. Einfach ausschneiden. So, dann ist er auch fertig. Als nächstes zeige ich euch, wie ihr so ein Segelschiff. So ein Segelschiff bastelt. Also, was braucht ihr dafür? Auch so ein Eierkarton, die Hälfte davon, die untere Hälfte. Dann könnt ihr einfach wieder also ihr könnt auch andere Farben nehmen. Ich habe das jetzt meine Lieblingsfarben genommen, blau und dunkelblau. Ihr könnt auch was anderes nehmen. Dann müsst ihr quasi hier einmal durchstechen unten und hier oben von innen auch noch einmal. Und schon habt ihr so einen schönen Segel. Den steckt ihr einfach so fest, irgendwo, wo ihr möchtet. So, angefärbt und mit dem Segel würde das so dann bei euch ausschauen. Ich hoffe, das hat euch heute wieder Spaß gemacht. Ich freue mich, wenn ihr wieder mal bei mir zuschaut. Bis zum nächsten Mal.